Hallo, ihr Hübschen. So, ich möchte ja mal im Klartext reden, besser gesagt. Ich wollte euch erzählen, dass ich erstmal jetzt eine YouTube-Pause mache. Gut, das habe ich die letzten Monate auch zwischendurch mal gesagt. Danach ist es weitergeflossen in mir und hatte dann das eine und andere Video noch hochgeladen. Aber ich verspüre einfach jetzt in meine Selbstheilung zu gehen. Denn gesundheitlich sieht es bei mir etwas schlecht aus, kann man sagen. Es kommen zurzeit so viele kleine Wehwehchen und auch große, dass ich einfach gedacht habe, ich berichte euch noch davon und sage einfach, dass ich jetzt erstmal PC, YouTube und Computerpause, wie auch immer, mache. Das habe ich jetzt auch die letzten zwei Tage gemacht. Ich hatte zwar noch Videos hochgeladen und zu planmäßigen Veröffentlichungen freigeschaltet oder veröffentlicht. Bei meinem anderen Kanal wird es wahrscheinlich genauso sein, dass ich das einfach stehen lasse, auch wenn ich die eine oder andere CD vorstellen wollte. Aber es ist halt gerade so viel passiert und was ich gelesen habe, und in mir ist eine größere Veränderung, kann ich mal sagen, und auch äußerlich, sag ich mal, nicht nur von meiner, ich sag mal, ich habe 11 Kilo verloren in den letzten paar Wochen, Monaten, nicht nur durch gesundheitlichen Symptomen oder so, wie auch immer, sondern auch wegen, wie kann man das sagen, auch wegen halt Geldmangel, kann man sagen. Es ist halt einfach so, dass ich eine zu große Wohnung habe, die letzten Jahre, wo ich hier wohne, jedes Mal eine Mieterhöhung gab, was ich auch schon mal irgendwann gesagt habe in irgendein anderes Video, dass ich diese Wohnung hier weniger halten kann in den nächsten Wochen, Monate, wie auch immer. Dass ich hier wirklich jetzt bis März Wohnungsauflösung mache, ganz. Also ich bin stark dabei. Ich habe jetzt, gestern war das oder vorgestern, sogar noch einen Schrank ausgeräumt. Ich verkaufe auch weniger. Es kommt jetzt, entweder wird es verschenkt oder kommt auf den Sperrmüll, weil ich keine Kraft mehr gesundheitlich dazu habe, noch Möbel zu verkaufen. Ja, so ist es halt. Dann, nach Stand der Dinge beruflich gesehen, kann ich nicht sagen, was ich demnächst mache. Doch, eigentlich schon. Ich habe in meinem Kopf einen Herzensberufswunsch oder auch irgendwie was ich gerne in Zukunft machen möchte, wie ich arbeiten möchte, was ich arbeiten möchte, habe ich in meinem Bild, also ich habe ich in meinem Kopf bildlich und auch wörtlich. Aber bis ich dahin komme, darf ich auch noch einiges lernen. Und dass ich natürlich, so wie meine letzten Berufe, die ich gemacht habe, oder besser gesagt Ausbildung, selber zahlen werde. Da Berufswünsche bei Arbeitsamt oder Agenturen, sowie auch weniger unterstützt wird. Weil, ich kann euch ein Beispiel sagen. Ich habe die Ausbildung zur Hauswirtschafterin gemacht und wurde danach sofort arbeitslos, weil ich einfach nicht so schnell was gefunden habe, was mich angesprochen hat, wo ich drin arbeiten hätte, würde, wollte damals. Somit wurde ich halt arbeitslos, also war ich auch in Hartz IV eine Zeit lang, weil ich einfach es nicht funktioniert hat. Dann ist es halt so gewesen, dass ich beim Arbeitsamt gesagt habe, ich wollte halt Hauswirtschaftsmeisterin machen und auch überhaupt eine andere Ausbildung oder Umschulung oder sonst was, weil ich in dem Bereich erstmal nichts gefunden hatte,
was mich angesprochen hat, was mir aus dem Herzen gesprochen hat, dass ich da arbeiten hätte wollen. Aber da wurde mir dann gesagt vom Arbeitsamt damals, sie sind noch nicht arbeitslos lange genug, also sie haben noch nicht die 3 Jahre voll Arbeitslosigkeit. Erst dann ist es dann gewährleistet, vielleicht einen Antrag zu stellen für eine Umschulung oder eine Weiterbildung oder eine Fortbildung oder wie auch immer. Es waren ein paar harte Jahre. Ich habe mich selbst irgendwann gesagt, jetzt ist genug und bin einfach arbeiten gegangen. Zeitung austragen und sonst was. Und jetzt ist halt die Situation, dass ich habe mir halt meine Wünsche erfüllt in den letzten Jahren, dass ich kann sagen, es ist halt so gewesen, ich habe mir das auch so aufgeschrieben auf dem Wunschzettel und was weiß ich überhaupt, dass ich mir ein arbeitsreiches Leben wünsche. Das war 2005. Und ich sag mal, gedanklich habe ich da nie dran gedacht, was es Folgen hätte, dass ich wirklich viele Jobs habe, in Anführungsstrichen, aber ich dabei vielleicht vergessen habe, dass diese Arbeitgeber auch richtig zahlen oder also am richtigen Zeitpunkt oder genügend zahlen, auszahlen oder es Verträge gibt oder gab, die ja gar nicht gepasst haben, denn wenn man eine Vollzeitstelle unterschreibt oder überhaupt einen Vertrag hat, eine Vollzeitstelle oder eine 30-Stunden-Stelle, und ich wurde in der Zeit via Minijob bezahlt, ist es sehr schwierig, dann auch noch eine Wohnung zu halten oder überhaupt sich etwas zu ernähren, wo das halt, es war halt so und es ist halt ein bisschen traurig gewesen, und aber trotz alledem habe ich darüber nie nachgedacht, sondern ich habe einfach weitergemacht, hatte dann meistens immer vier Jobs. Also 30-Stunden-Stelle, 10-Stunden-Stelle und 2 Minijobs, so. Bis ich dann halt 2016 umgekippt bin, weil der Körper irgendwann sagte halt, jetzt ist Schluss, so. Dann war jetzt Schluss. Das natürlich auch sehr traurig war, weil ich bin dann kürzer getreten. Das Traurigste aber an der ganzen Geschichte ist eigentlich, oder das für mich auch ist, war halt, dass ich danach noch, oder in der Zeit auch schwanger wurde und 2 Kinder verloren habe. Und ich dann auf die Idee kam, eine Kur zu beantragen. Da wurde leider eine Reha bewilligt von der Rentenversicherung. Die Reha, die war ja auch, wer halt die letzten Monate verfolgt hat, in der Zeit, auch in der Zeit der Reha, wo ich auch ein paar Videos hochgeladen habe, wo ich in der Reha war, also in der Zeit, und wie ich da mit umgegangen bin und was ich da gefühlt habe. Es kann alles hier noch nachgeschaut werden. Die Videos sind noch online. Habe ich jetzt nach dem ganzen Stand der Dinge und der ganzen Diagnosen und der Reha, das Arbeitsamt hat die Anträge gestellt bei der Rentenkasse für Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, berufliche Rehabilitation. Ihr Antrag auf Gewährleistung von Dings ist halt gestellt. So, und bis dahin sitze ich hier und warte, bis die Anträge verarbeitet sind oder bearbeitet sind, und ich habe mir dann so ein, wartet mal, wo habe ich den hingeschrieben? Weil es ist ja, man darf sich ja eigentlich nur für sich was wünschen und weniger für die Leute, die Anträge bearbeiten oder auch bei Gerichtsverhandlungen oder Anwaltssachen, wo ich jetzt auch was habe. Denn ich hatte einen Autounfall, und dieser Autounfall ist auch schon ein paar Monate her, und da ist auch noch einiges in Bearbeitung durch meinen Anwalt wegen dem Unfall, wie auch immer. Und mir ist dann ein Satz durchs Internet gekommen, oder überhaupt, den ich mir jetzt sozusagen sage, auch für beide Situationen, einmal für die ganze Sache vom Arbeitsamt und der Rentenkasse und für diese Sache mit diesem Autounfall. Die Situation wird für alle Beteiligten zum Besten und jeder ist mit dem Ergebnis zufrieden. So. Na, und dann hoffe ich jetzt oder glaube ich und weiß ich, dass es irgendwie, ja, die beste
das beste Ergebnis geben wird in den nächsten Wochen, Monaten, was auch immer, wie lange das noch dauert. Ich bin halt sehr geduldig und gelassen dabei geworden, weil man kann wirklich weniger was beschleunigen. Das war in den letzten Monaten auch so, wo ich, ob ich da Krankengeld beantragt habe oder ja, Reha-Geld oder wie auch immer, oder Arbeitslosengeld oder was auch immer für Gelder, um diese Wohnung hier zu zahlen. Nur diese Wohnung und ein paar andere Dinge und weniger sich von, weil es gab kein, also es gibt kein Restgeld bei mir gerade, da, wo ich das Geld in Essen, ja, in Essen finanzieren kann, wie auch immer. Und dass dann halt irgendwann der Körper so sagt, so, der Gesundheitszustand geht halt runter. Und trotz alledem bin ich sehr optimistisch, denn alle körperlichen Symptome, die ich mir jetzt, also nicht die ich mir einrede, sondern die gerade kommen, werde ich hier mit diesem Buch hier verarbeiten, verändern und mir die Sätze daraus schreiben, die das Ganze vielleicht etwas nicht verbessern oder einfach verändern. Und da bin ich optimistisch, dass diese Sache auch klappen wird, genauso wie diese Anträge. Ja, und diesen ganzen anderen Kram. Auch wenn ich gerade irgendwie, ja, emotional ein bisschen, ja, könnte jetzt wieder, ich meine, ich könnte wieder weinen. Ich meine, ich habe es jetzt die letzten Tage so gemacht, dass ich weint im Schlaf. Bin ich, ja, warum auch immer. Trauer kommt ja auch irgendwann hoch. Oder halt weint aufgewacht bin, weil ich die ganze Zeit über alles Mögliche nachdenke, was so weitergeht oder wie es überhaupt weitergeht. Auch wenn ich dieses Bild, dieses Berufsbild oder diese Sache, die ich von Herzen gerne in Zukunft machen möchte, ja, dass dann einem die Tränen kommen, ist jetzt halt so, ja, tut mir jetzt auch leid, kommt jetzt so. Naja, so ist es halt und das wollte ich euch nur einfach erzählt haben, weil ich ja die ganze Zeit auf diesem Kanal ehrlich mit allen war und bin. Und ich hatte das die ganze Zeit, die ganzen Wochen, Tage runtergeschluckt, weil ich ja immer gedacht habe und nicht gedacht, sondern weil ich immer voller Hoffnung bin und optimistisch, dass es halt weitergeht, dass ich ja meinen Kühlschrank wieder füllen kann. Und ich meine, ich habe jetzt das, also, ich hatte einen Gutschein zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner, ja, wie auch immer. Und den habe ich jetzt eingelöst, um mir den Kühlschrank zu füllen. Und diese Sachen werde ich jetzt, ja, die nächsten Tage, ja, essen. Und was danach kommt, wird und, das steht in den Sternen, kann ich mal sagen, weil nach wirklichen Stand der Dinge und des Kontostandes und den Sachen, die mir hier von den Ämtern gegeben werden für diese Wohnung, ist es halt also leider kaum möglich, davon noch Lebensmittel zu kaufen. So, das dazu. Ich meine, ich habe mir die Wohnung damals gewünscht und ich habe für diese Wohnung hier gearbeitet. Ich habe die selber sozusagen bezahlt und eingerichtet mit dem Geld, was ich hatte und ja, was ich immer hatte und habe. Dass die Miete jedes Jahr erhöht worden ist, da habe ich auch nie dran gedacht oder mir gewünscht, so, ja, jedes Jahr gibt es eine Mieterhöhung und eine dicke Nachzahlung nicht Strom, sondern wegen Heizkosten, weil die Wohnung einfach ein bisschen schlecht isoliert ist und weil halt drei Heizkörper irgendwie, naja, halb defekt sind, aber
diese Änderungen auch erst wahrscheinlich kommen, bis der neue Mieter reinkommt oder wie auch immer, weil ich dafür auch weniger Kraft habe, um mich da jetzt weiterhin hinterzuklemmen, diese, ja, wie heißt es denn nochmal, Leute zu erreichen, die ja hier die ganze Sache instand halten, weil ich durch meine ersten Fehlgeburt und den Schimmel in der Wohnung, den ich hier hatte 2016, ja, auch hier rum saß und konnte, genau, Handwerker, diese gefühlten 30 Handwerker, die hier waren und immer dann, bis das hier irgendwann saniert, wie so renoviert wurde oder saniert, kann man ja sagen, sind auch 6 Monate vergangen und dafür habe ich keine Zeit mehr, noch mal ein paar Monate zu warten, um neue Heizkörper hier einbauen zu lassen, 3 Stück. Und da ich wirklich mich von dieser Wohnung trenne und wirklich schon mich verabschiedet habe und losgelassen habe, das natürlich sehr traurig ist. Genauso wie ich habe halt auch noch nichts Neues gefunden. Besser gesagt, ich suche auch gar nicht, weil ich glaube und vertraue darauf, dass ich was Neues über meinen Kopf haben werde. Erstens das und zweitens hat mein Körper einfach keine Kraft dafür, um noch mehr im Internet zu sitzen oder dran zu sitzen, mir jetzt noch eine Wohnung zu suchen oder zu finden. Außerdem kann ich auch noch sagen, ich habe geschaut und nach Stand der Dinge ist meine hier, jetzige hier Wohnung billiger als eine kleinere Wohnung in dieser Stadt hier, wo ich wohne. Und ja, es ist ja, das ist halt so, wo ich dann denke, das wird dann, wenn ich jetzt sage, ich ziehe in eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder in eine Zimmer, in Ein-Zimmer-Wohnung, die auch schon fast teurer ist als diese hier, dann wird das Arbeitsamt so lange auch weniger zahlen, bis ich dann irgendwie Arbeit gefunden habe oder mich einfach ja, neuen Berufswegen gefunden habe, besser gesagt, diese Wege gegangen bin. Und jeder neue Berufsweg oder Berufswunsch benötigt natürlich auch Fortbildung, Weiterbildung oder eine Ausbildung. Und die ist dann ja auch ein paar Monate, Jahre, wie auch immer. Und das darf natürlich dann auch irgendwie finanziert werden, wovon auch immer. Aber ich habe die letzten Berufe und Weiterbildung und Fortbildung in mein Leben auch selber gezahlt. Also weil ich für Arbeiten, auch für meine zweite Ausbildung, weil ich eine 25-Stunden-Stelle und eine Vollzeitausbildung, das habe ich geschafft. Und ich denke, dass ich das andere auch schaffen werde. Nur in diesem ganzen gerade Zustand des Kühlschrankleeres ist es halt so. Ich arbeite daran fleißig. Es ist vielleicht, nicht vielleicht, dass es einfach auch geldmäßig irgendwie irgendwann richtig fließt und ich dann weniger Tränen dafür vergieße, dass ich auf einmal 10 oder 11 Kilo verliere durch mangelndes Geldes und durch diese einigen Sätze, die in meinen Kopf so kommen oder in meinen Kopf so sind, seit ich irgendwie sie gehört habe, so Beispiel halt, sparsam geht die Welt zugrunde oder man muss ja die Wirtschaft irgendwie ankurbeln, egal wie viel Geld man so hat oder wie wenig sozusagen, weil immer, was ich, also ich meine, ich habe in den letzten Jahren immer das Geld, was ich immer in der Hand hatte oder überhaupt gerade sofort immer, ja, eigentlich immer ausgegeben, also immer für diese, meine Wünsche und meine Momenten, also meine jetzigen Momenten, Sachen, habe ich meine Gelder, die ich dann verdient habe in den Zeit der ja, der Arbeit, also der ganzen Jobs, sofort fließen lassen, weil ich gedacht habe, nicht gedacht, sondern das habe ich irgendwo gehört, man sollte ja die Wirtschaft ankurbeln, damit das Geld weiter fließt und es kommt ja irgendwann wieder dankend zurück, wie auch immer. Und dann ist da noch so ein Satz und so Sätze und so ein Satz und so Wörter in meinen Kopf
die mir einst mal meine Oma gesagt hat, du musst doch nicht jeden, oder du musst, schmeiß doch nicht die Leute dein Geld im Hintern oder so, im Arsch oder irgendwie so war das. Auf jeden Fall, ich sollte das Geld nicht den Leuten, so wie ein paar Lieblingssängerinnen oder so. Oder wenn ich ein Buch kaufe oder überhaupt, wenn ich irgendwas gekauft habe, wurde mir gesagt, ich habe den Leuten, die das in Anführungsstrichen produziert haben oder hergestellt haben, in den Arsch gesteckt oder so. Wo ich dann immer gedacht habe, naja, oder nicht jetzt, nicht nur damals gedacht habe, sondern jetzt auch. Und da denke ich mir immer, was für Geld habe ich wen in den Arsch gesteckt? Denn außer, dass ich die Miete zahle und meine anderen Sachen, also Versicherungen und was halt so, und Internet, wie auch immer, also ich meine Telefonrechnung und normale Rechnung, ja, denke ich mir, wen habe ich da was im Arsch gesteckt? Ich meine, wie kann man, ich meine immer noch, wie kann man sowas, ich meine, ich war noch Kind, wie kann man das ein Kind sagen? Entschuldigung. Dass sein Taschengeld für etwas Schönes gibt, was in dem Moment ein Glücksgefühl auslöst, dass man glücklich ist einfach und ich weiß nicht, aber es ist halt so. Jeder geht halt seinen Weg. Auch meine Oma mit den Gedanken oder was auch immer einen auf den Weg gegeben wurde. Was natürlich ein bisschen verändert werden darf, weil es sind ja auch Glaubenssätze und die kann man ja auch verändern. Mit Affirmationen und so weiter und so fort. Das weiß ich. Da bin ich ja auch, ich sag mal, da bin ich jetzt dran. Aber das steckt etwas in meinen Hals. So, ich kann da. Das. Naja, ist halt so. Und, diese Kette hier, die ich gerade trage, die ich rausgesucht habe, die ich auch von meiner Oma geschenkt bekommen habe, wo ich damals sogar gedacht habe, ich verkaufe sie, wo ich auch ein bisschen Geldnot hatte, habe ich gerade, wo ich sie dann umgemacht habe, habe ich gedacht, soll ich sie behalten oder soll ich sie jetzt verkaufen für den Zweck des weiteren Lebens? Naja, ich habe einfach gedacht, ich mach sie einfach mal um, weil eigentlich sieht sie auch schön aus und so viel wert ist sie auch weniger. Ich meine, wenn man in so einen Ankauf des Goldes geht, bekommt man dafür, ja, ein kleines Ouroboros. Also ich habe sie ja damals schätzen lassen. Also dazu gehören auch noch zwei Ohrringe, die ich aber nicht trage. Weil meine Ohrlöcher halt einfach zugewachsen sind und ich einfach, ja, das halt so ist, so. Aber ich habe halt gedacht, ich erzähle euch das einfach mal, um euch weniger auf dem schlechten oder was weiß ich Stand zu bringen. Denn ich weiß ja, dass ein paar Leute von euch das hier sich anschauen und mir auch zuhören gerne. Aber ich einfach, ja, weniger Energie habe für diese Sache hier und ich mich eigentlich auch so wohl fühle, wenn ich den PC aus habe, was natürlich schade ist, weil ich habe so eine PDF-Datei bekommen von einer Buchautorin, das wollte ich lesen und darüber halt schreiben und überhaupt alles berichten und was weiß ich und ja. Und darüber eine Rezension schreiben wollte ich eigentlich, oder bin ich eigentlich auch dabei, so im Herzen, also im Kopf habe ich eigentlich schon alles fertig geschrieben oder fertig produziert oder so, wie auch immer. Aber ich habe halt einfach auch keine Kraft mehr, am PC zu sitzen und da irgendwas zu lesen, weil mir die Augen wehtun auch. Das ist auch so ein Ding, genauso wie ich die ganze Zeit einen trockenen Mund habe. Aber gut wohl 4 Liter am Tag trinke. Dann habe ich Knieschmerzen, Rückenschmerzen. Also eigentlich so viele Sachen, wo ich dann deswegen dieses Büchlein hier rausgeholt habe. Heile deinen Körper.
Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich von ihr, von der Buchautorin. Und so ist es halt. Jetzt habe ich auch wahrscheinlich viel zu viel geredet. Ich meine, ich rede die ganze Zeit jetzt, sind 30 Minuten bald vorbei. Es ist halt so. Es ist die traurige Wahrheit oder auch die glückliche Wahrheit, denn ich kann ja sagen, ich lebe noch und der Spaß kommt natürlich wieder. Und ich habe die letzten zwei Tage Musik gehört und ein bisschen gelesen und zwischendurch gesungen und halt hier, wie gesagt, einen Schrank ausgeräumt, der auf den Sperrmüll kommt. Jetzt darf ich noch den, weil nächste Woche ist Sperrmüll. Oder übernächste Woche irgendwie so. Den, dann werden auch die Tannenbäume abgeholt. Mein Tannenbaum hat noch die Lichterkette. Darf ich dann abmachen und dann kommt der auch weg. Und noch ein paar andere Sachen. Und in der Küche räume ich auch noch ein bisschen aus. Da habe ich eine Kiste gepackt oder bin in eine Kiste am Packen, die ich zu so einem Second-Hand-Shop bringe, also verschenke und dass das verkauft werden kann, weil ich einfach auch bei eBay Kleinanzeigen und so weiter, wo ich da Sachen die letzten Monate verkauft habe, was mir auch sehr geholfen hat, einfach kein Drang mehr danach habe und einfach hier nur noch das Ganze loszulassen und mich davon irgendwie befreien. So viel dazu. Und ob ich vielleicht noch die Kette verkaufe und die Ohrringe von meiner Oma, das kann ich noch nicht sagen. Also eigentlich liegt sie mir auch am Herzen, meine Oma, auch wenn sie ein paar Sachen in meiner Kindheit gesagt hat, die noch sehr nachhaltig sind, kann ich mal sagen. Weil das hätte ich auch nie gedacht oder so empfunden. Außer jetzt halt, weil es halt so ist, wie es ist. Und dass ich dann halt jetzt in der ständigen Veränderung bin, das ist sowieso die ganze Zeit, die ganzen Monate. Aber wie gesagt, ich bin jetzt so wie es ist. Und ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit, lasst es euch einfach gut gehen. Und ich kann weniger sagen, wann ich das nächste Video hochlade, aber ich denke, dass ich mir diesmal etwas Zeit nehmen werde und hier auch keine anderen Videos von euch schauen werde, weil ich einfach keine Kraft dazu habe. So ist es halt. Ich bin halt ehrlich und wollte euch das nur mal gesagt haben. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit euren Videos und mit euren Projekten und was auch immer ihr noch so vorhabt. Wünsche euch einfach viel Erfolg dabei. Lasst es euch einfach gut gehen. Bis dann, ciao.